Oh mein Gott, Leute, es ist soweit. Die neue Season ist da. Ich bin gerade in-game gegangen. Die Server sind vor 10 Sekunden gestartet. Heißt also, die neue Season ist jetzt live. Und wir werden jetzt hier in diesem Video mal gemeinsam den neuen Battle Pass anschauen. Das heißt, ich werde euch alle Sachen zeigen, die im Battle Pass drin sind. Und jo, ich würde sagen, wir starten direkt. Hier, ihr seht schon, ich bin gerade online gegangen. Und ich habe erstmal direkt für den Kauf des letzten Battle Passes hier ein paar Bonussterne bekommen. Direkt mal einsammeln. Zack. Oh mein Gott, ich habe schon direkt Sachen bekommen. Abschließend, ich will mir noch nicht alles anschauen. Der neue Battle Pass. Okay, Season Battle Pass. Wie funktioniert er? Boah, sieht so schon so geil aus. Oh, ein Hamster. Wie geil. Okay, ja, das habe ich schon mitbekommen, Leute. Es gibt jetzt Waffenskins und Fahrzeugskins. Ich glaube, das wird mega heftig. Man kann, das kann ich gleich auch mal zeigen, im Spind habe ich gesehen, jetzt für bestimmte Waffen Skins auswählen, die man halt quasi so ziehen kann. Also man kann so eine Art hier so Skins ziehen, Lackierungen und genau, das kann man dann quasi für die Items auswählen, finde ich mega geil. Und der Kreativmodus ist jetzt live, das bekommt ihr, die Beta, quasi den Zugang dazu, bekommt ihr den Early Access, wenn ihr euch den Battle Pass kauft. Also ja, in dem Fall lohnt sich das doppelt, den Battle Pass zu holen. Alter Falter, ist das ein geiles Update. Ich zeig mal ganz kurz im Spind, genau, mega gut gemacht. Die, okay, Fahrzeuglackierung wahrscheinlich, okay, die Waffenskins können wir uns ja gleich anschauen, wenn wir welche bekommen haben. Wir werden uns jetzt aber erstmal direkt natürlich den Battle Pass gönnen und zwar werde ich das große Paket hier holen. Ich glaube, damit bekommt man ja auch direkt den Typen hier freigeschaltet. Also werde ich den jetzt mal holen. Wir fangen gar nicht lang. Holen uns den Battle Pass. Aufgerüstet. Let's go. Schauen wir uns an. Nee, wir nehmen einfach mal alles hier und schauen uns das Ganze mal jetzt Stück für Stück an. Wir starten natürlich ganz normal bei Slot 1. By the way, Leute, falls ihr heute den Battle Pass euch holen wollt, ich verlose den auch ganze 15 Mal. Also, wenn ihr den komplett kostenlos bekommen wollt, alles, was ihr tun müsst, um ihn komplett kostenlos zu bekommen, ist einfach nämlich als Creator einzutragen, also hier Snoxy reinzuschreiben. Das kann man auch so schreiben, also groß schreiben. Das ist völlig egal. Einfach nur Snoxy hier reinschreiben und auf Annehmen klicken und mir dann ein Foto davon machen, wie ihr hier Snoxy eingetragen habt. Also hier oben zum Beispiel einfach davon ein Foto machen und mir das auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox. Also, ja, wenn ihr gleich eine Runde Fortnite spielt, macht unbedingt ein Foto davon, wie ihr hier Snoxy eingetragen habt, tragt es einfach kurz ein, Leute. Das dauert wirklich nur 5 Sekunden oder so, das einzutragen und würde mich unglaublich da unterstützen. Und ihr könnt auch nochmal halt heute den Battle Pass gewinnen, nämlich 15 an mal verlosen, also an 15 verschiedene Personen hier raushauen. Plus habt ihr noch die Chance auf die 100 Euro natürlich heute wieder, plus nochmal eine Konsole eurer Wahl. Also lohnt sich richtig, hier Snoxy einzutragen. Wäre mega lieb von euch und danke an jeden, der das Ganze macht. Das ist wirklich unglaublich heftiger Support und ich nutze das Ganze, was hier quasi reinkommt, ja, um euch das wiederzugeben in Sachen von V-Bucks und so weiter und jetzt zum Beispiel der PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und so. Ich zahle das Ganze komplett aus eigener Tasche, heißt also, ich habe keinen Sponsor oder so. Deswegen wäre es mega lieb, falls ihr dort Snoxy eintragen würdet. Und ja, dann fucken wir nicht lange weiter rum und fangen direkt an mit dem ersten Slot. Und zwar haben wir da zwei Skins drin. Beide scheinen auflevelbar zu sein. Das ist einmal der Zenith-Skin. Okay, so ein Arctic-Outfit. Das schaut cool aus. Mit so Bärentatzen. Okay. 7 gibt's sogar. Alter, mega nice. Okay, das gefällt mir gut. Dann haben wir noch die Battle Pass Herausforderung. Dann haben wir noch sie. Der Lux. Boah, der alte, der Skin schaut ja mal geil aus. Vor allen Dingen, das leuchtet so. Seht ihr das? Die Farben ändern sich da. Die Farben von den Armen ändern sich einfach. Wie geil ist das denn bitte? Das ist mal richtig sick gemacht. Also das gefällt mir richtig gut hier, dass diese Farben auf den Armen so animiert sind. Das ist mal richtig geil gemacht. Also richtig geile Skins. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also schon jetzt gefällt mir der Battle Pass besser als der vom letzten Mal, von der letzten Season. Dann haben wir hier so Sprays. Ich gehe jetzt nicht die ganzen Sprays durch. Ich meine, die sieht man hier oben ja eh. So, EP haben wir. Genau, die kostenlose Stufe für die nächste Season. Sprays und so. Genau, V-Bucks. Dann haben wir die erste Tarnung. Also das ist quasi die erste, der erste Skin für Fahrzeuge und Waffen. So ein Camouflage mit so, ja, Eis und Schnee. Schaut ziemlich cool aus. Dann haben wir Frost. Hier so Schneeflocken. Sehr nice. Perfektes Geschenk. Ein Backpack. So ein AK auf dem Rücken. Was wird das wohl sein? Hoffentlich eine PlayStation. Oh nein, das ist nur ein AK. So, dann, ja, genau. Hier die ganzen Emote und Sprays. Wieder ein paar V-Bucks. Das nächste festliche Verpackung. Ist das nur grün? Das finde ich richtig cool, dass es jetzt Waffenskins gibt. Eine richtig geile Sache, die hinzugefügt wurde.
Ladebildschirme, Musik, die muss ich gleich mal abspielen. So, wieder XP, dann haben wir wieder hier Emotes, bla bla bla. Knallrot, okay, auch eine Lackierung. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich komplett rot sein, der Skin. Vielleicht mit einem Muster drauf. Dann haben wir noch, genau, Spielzeug gibt es jetzt. Es gibt jetzt Spielzeuge. Man kann damit halt in-game, ja, ohne dass es das Gameplay beeinflusst, halt so ein bisschen rumspielen. Das ist wie, glaube ich, so der Fußball oder der Golfball oder der Basketball, den man rumwerfen kann. So gibt es jetzt auch den Puck. Wieder die ganzen Oh, da haben wir noch einen Gleiter. Royal Lift. Der schaut ganz nice aus. Der Farbton gefällt mir von dem Blau. Dann haben wir einen Emote. Okay, nice. So, weiter geht's. Gleich doppelt V-Bucks. Oh, was ein süßer. Na du, Kleiner. Der gefällt mir. Spray. Oh, die schauen ja mal heftig aus. Symbole. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Richtig nice gemacht. Wie es auch in den Händen so, so hier dieses, sich so, ich weiß nicht, so auflädt. Schaut richtig nice aus. Alter, was ist das denn für eine geile Hacke? Wie da noch einfach noch so Fische drin sind. Richtig geile Hacke. Alter, ich muss unbedingt auf Level 38 kommen. Vielleicht kaufe ich mir den Battle Pass gleich voll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den Battle Pass holen werdet und ob ihr euch den dann auch direkt freikaufen werdet. Mega, mega krass. Alter, schaut das heftig aus. Richtig geile Hacke. Und dann noch, es gibt einen Burger-Gleiter endlich. Oh mein Gott, der ist ja mal heftig. Mega geil. Einfach der Dörr-Burger als Gleiter. Sehr, sehr nice. Dann noch ein Ladebildschirm. V-Bucks. Wieder ein Skin. Okay, EP. Da ist ein neuer Emote. Ein Mic Drop, okay. Das ist ein cooler Emote, wenn man einen Kill gemacht hat und sagt so, yo, guck mal, Alter, wie easy das, ich verlasse dir die Szene. Sehr, sehr nice. Dann ein neuer Skin. Pulverschnee. Schaut auch cool aus. Generell, dieses Winterthema ist einfach mega geil. Erinnert mich an letztes Jahr Fortnite. Ich habe auch schon zum letzten Winter-Event ja von Fortnite gespielt. Und da kommen halt echt Erinnerungen hoch. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir noch V-Bucks wieder. Und da ist der Hamster. Oh, ist ja süß. Hamiris. Oh, wie süß der einfach ist. Ein rosa Hamster. Dann haben wir noch Musik wieder. Die werde ich dann am Ende anhören. Disco, wahrscheinlich der Disco. Einfach nur die Disco-Musik. Und was ist das für ein geiler Backpack, bitte. Das erinnert mich so ein bisschen. Oh mein Gott, ist da einfach. Da ist einfach ein Tier drin. Da ist einfach ein Pinguin drin. Alter, guckt euch an, wie der schaut. Richtig geil. What the fuck ist das für ein geiler Backpack, bitte? Alter, richtig nice. Ich wollte erst sagen, der erinnert mich ein bisschen an den Würfel. Aber what the fuck ist der geil. Richtig nice gemacht. Dann haben wir noch. Die Trails schauen mal geil aus. What the fuck ist das? Glasfaseroptik. Mega nice. Das wären, glaube ich, meine neuen Lieblingstrails. Soweit ich das erstmal gesehen habe. Dann noch weitere Lackierungen. Und noch ein neuer Tanz. Total funky. Okay. Ja, finde ich gut. Dann wieder XP. Neuer Ladescreen. XP. Und Skin für den Backpack noch. Oh mein Gott. Truck. Wie geil ist der denn? Ich glaube, der Shield, oder? Der Shield einfach. Oh mein Gott, das ist mal ein richtig nicer Skin. Leider ohne Backpack, aber okay, er ist ja normal für Battle Pass Skins, aber richtig nicer Skin. Truck gut kämpfen. Mega nice. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Dann wieder Sprays und XP. Die schaut cool aus. Kohlefaser und Gold. Sehr, sehr nice. Wahrscheinlich wird immer das so farblich abgesetzt sein. Das wird wahrscheinlich die Haupttextur sein und so Highlights werden wahrscheinlich in der unteren Textur sein. V-Bucks wieder. Was ist das? Es gibt jetzt einfach einen Burger. Wahrscheinlich kann man den werfen, oder? Wie so ein Basketball. Ist ja ein Spielzeug, steht hier. Wie geil ist das denn? Okay, ein Ladescreen noch. Der schaut ganz cool aus. Und ein Gleiter. Oh mein Gott. Ist das ein kleiner Pinguin? Oh mein Gott, ist der süß. Oh. Der ist ja mal richtig cool. Wieder drauf balanciert. Dann haben wir noch die nächste Reihe. Wieder Sprays, XP, V-Bucks. Ein Skin für den Hamster. Boah, was gibt's geile. Alter, warum sind die so geil diese Season? What the fuck? Also, ich muss ehrlich sagen, bei den Trades haben sie diese Season richtig dazugelegt. What the fuck, schauen die geil aus, ey. Gefällt mir. Dann noch der Burger. Es gibt ja alles vom Burger. What the fuck? Und da ist endlich der Strampler. Richtig nice. Der Skin war jetzt schon eine Weile geleakt, wurde aus den Gamefights wieder entfernt. Endlich ist er wieder zurück. Sehr, sehr cool.
einer der besten Skins, der wurde sehr gehypt hier. War dann, glaube ich, ziemlich enttäuschend für viele, als der entfernt wurde wieder. Deswegen, jetzt ist er da im Battle Pass. Sehr, sehr nice, gefällt mir. Dann kommen wir schon zur vorletzten Reihe. Damit wird ein XP. Zack, natürlich, ich denke, diesen Ladebildschirm kennen sehr, sehr viele schon. Dann nochmal eine Musik-Twist, also der Twisty-Mode wahrscheinlich. Nochmal, ein Eishund oder Eiswolf. Freier Flow. Ich muss sagen, die Tänze sind jetzt dieses Mal nicht so krass. Dafür gefallen mir die Trades umso mehr. Und die Skins gefallen mir dieses Mal auch viel, viel besser als beim letzten Battle Pass. Nochmal XP, Alter, man bekommt so viel XP und V-Bucks hier schon wieder. Ladebildschirm. Und Leute, jetzt der Final Skin aus dem Battle Pass. Alter, das ist schon der. What the fuck? Alleine schon. Alter, der schaut mal mega heftig aus. Ah, okay, man kann ihn nicht so ableveln, man bekommt nur wieder Styles dazu. Alter, das schaut mega, mega heftig aus. Man muss auch nicht jetzt länger. Ah, man muss keine XP mehr sammeln, sondern man muss einfach nur länger als Gegner leben. Das finde ich ganz gut gemacht. Dadurch, ja, kompensiert es so ein bisschen den Skill, weil sonst manche Leute, die, sage ich mal, schon ein bisschen besser sind, vielleicht, die bekommen das Ganze sehr schnell fertig und andere Leute, die vielleicht noch ein bisschen gerade erst angefangen haben, noch nicht so gut sind, die ja haben dann halt relativ wenig Chancen. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, so ein bisschen mehr, ja, du musst einfach nur halt spielen, ist einfach nur zeitbedingt. Ja, finde ich okay. Obwohl, man muss sagen, dann Leute, die natürlich besser sind, bleiben halt länger im Spiel, überlegen mehr Gegner. Vielleicht hätte man da auch Zeit nehmen können, aber dann campen alle nur rum. Wahrscheinlich ist das schon die bessere Lösung, weil sonst, wenn er nur so stehen würde, sei 1000 Stunden in-game, dann ja, ist jetzt viel zu viel, aber sei halt x Stunden in-game, dann würde das wahrscheinlich auch nur dazu führen, dass die Leute AFK in-game rumstehen, was halt auch kein Spaß machen würde. Okay, warte, wir können jetzt direkt hier mal was ausrüsten. Testen wir das mal. Können wir für jede Sache was ausrüsten? Ja, auf jeden Fall richtig geiler Battle Pass. Gefällt mir sehr viel besser als der Battle Pass aus der letzten Season. Ja, ich habe ihn mir auch direkt geholt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir voll kaufen werde. Eigentlich bin ich ja eher der Fan davon, das zu erspielen. Aber es ist halt auch schon echt geil. Also, ich hätte schon jetzt Bock auf die ganzen Waffenlackierungen und so. Oh, ich muss es mir noch überlegen. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch heute den Battle Pass holen werdet. Und falls ihr ihn komplett kostenlos heute haben wollt, wie gesagt, verlose ich den auch heute wieder ganze 15 Mal. Einfach nur Snoxy hier als Creator eintragen und mir ein Foto davon machen. Also einfach mit eurem Handy hier kurz in-game gehen und, also in-game halt, einfach wenn ihr halt in-game seid, einfach nur mit eurem Handy ein Foto hier von dem Screen machen und mir das auf Instagram schicken, wie ihr hier Snoxy eingetragen habt. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das I am Ende dran. Und ja, dann könnt ihr heute den Battle Pass gewinnen, sowie wieder 100 Euro an V-Bucks plus eine Konsole eurer Wahl zu Weihnachten. Also nehmt jetzt noch unbedingt teil und ja, einfach vielen lieben Dank an jeden, der hier Snoxy einträgt. Es ist wirklich unglaublicher Support. Ich, ja, weiß gar nicht, ich kann einfach nur noch Danke sagen an euch für eure krasse Unterstützung. Ihr seid so richtige Ehrenmänner, deswegen ja, vielen Dank an euch. Und jo, das war dann schon alles zu diesem kleinen Battle Pass Video hier. Ich finde den, wie gesagt, sehr, sehr cool dieses Mal und würde ihn auf jeden Fall hier empfehlen. Ich meine, 950 V-Bucks, das ist auf jeden Fall das Ganze wert. Außerdem bekommt man Zugriff auf den neuen Creative Modus, den man ja sonst erst irgendwann, weiß ich nicht, wahrscheinlich in einigen Wochen oder so bekommt. Vielleicht auch erst Monaten, ich glaube, es ist noch gar nicht bekannt. Den kann man jetzt schon mit dem Battle Pass quasi zugänglich bekommen, was ich mega, mega heftig finde. Dieser Creative-Modus solltet ihr euch auch unbedingt anschauen. Ich werde jetzt auch vielleicht gleich noch eine Runde streamen. Also ja, schaut auch noch gerne dort mal vorbei. Und würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!